Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video geht es primär um die kürzlich erschienene Quasar-Kanone, die meiner Expertise nach aktuell die beste Unterstützungswaffe ist, die du derzeit in Helldivers 2 ausrüsten kannst. Außerdem werde ich dir verschiedene Quasar-Kanonen-Tipps und Infos mitgeben, die du wahrscheinlich noch nicht kennst. Und zu guter Letzt gibt es auch noch eine kurze Bewertung von mir zu dem ebenfalls kürzlich erschienenen MG. Und mit diesen Worten geht es jetzt auch schon direkt mit der Freischaltung der Quasar-Kanone los. Diese kannst du im Schiffsmanagement im Bereich der Technikstation freischalten. Und generell würde ich dir auch dazu raten, die Unterstützungswaffe möglichst schnell freizuschalten. Und das liegt vor allem daran, dass diese nicht nur extrem stark ist, sondern auch vielseitig einsetzbar ist. Dazu aber später mehr. Jetzt geht es erstmal mit den Basics los, die du über die Quasar-Kanone wissen solltest. Und wie du es gerade schon nebenbei im Video sehen konntest, kannst du den Säure-Titan bereits mit einem oder zwei Schüssen ausschalten. Hier ist es natürlich noch wichtig zu wissen, dass du immer versuchen solltest, den Kopf des Titans zu erwischen. Und wenn du es dir noch etwas einfacher machen willst, kannst du theoretisch auch vor dem Schuss mit der Quasar-Kanone den Titan mit einer Betäubungsgranate stunnen. Ähnlich schaut das Ganze bei dem Stürmer aus. Diesen kannst du auch wie den Säure-Titan ebenfalls mit einem oder zwei Headshots instant ausschalten. Und je nachdem, wie präzise du bist, benötigst du hier dann letzten Endes immer einen oder zwei Schüsse. Und nachdem du das jetzt weißt, kommen wir auch schon zu einem weiteren Vorteil der Quasar-Kanone. Neben dem hohen Schaden, die die Quasar-Kanone anrichtet, ist es natürlich noch zusätzlich nice, dass diese Waffe keine Munition verbraucht und nicht nachgeladen werden muss. Und generell ist es bei der Quasar-Kanone so, dass diese sich nach jedem Schuss automatisch selbst nachlädt. Und dieser Nachladevorgang dauert im Normalfall immer um die 9 Sekunden. Du kannst also auch relativ schnell hintereinander auf die Quasar-Kanone zurückgreifen. Wichtig ist es hierbei aber noch zu wissen, dass diese Waffe eine Energiewaffe ist, weshalb Umgebungseffekte den Nachladevorgang entweder positiv oder negativ beeinflussen können. Und um dir das Ganze besser veranschaulichen zu können, habe ich dir folgendes Beispiel mitgebracht. Auf heißen Planeten wie dem aktuellen dauert der Nachladevorgang beispielsweise ein paar Sekunden länger und auf kälteren Planeten geht das Ganze dann natürlich etwas schneller. Und mit dieser Info geht es jetzt mit ein paar Tipps an der Robofront weiter. Auch hier ist die Quasar-Kanone einfach nur genial, da du mit dieser auch bei den Robos die stärksten Einheiten wie beispielsweise Hulks kinderleicht ausschalten kannst. Und bei den Hulks sollte es immer dein Ziel sein, die rote Leuchte zu treffen und letzten Endes kannst du auf diese Weise Hulks easy one-shotten. Außerdem kannst du mit der Quasar-Kanone ebenfalls die feindlichen Bot-Abwurf-Shuttles abschießen und zu guter Letzt ist es mit dieser Energiewaffe sogar möglich, die feindlichen Fabriken zu zerstören. Hier ist es aber wichtig zu wissen, dass du weiterhin die Schwachstelle der Fabriken treffen musst. Und mit diesen Infos geht es jetzt an der Terminitenfront weiter. Und ähnlich wie bei den Robos kannst du auch bei den Terminiten die Löcher mit der Quasar-Kanone zerstören. Und für alle, die aktuell mit der Betäubungsgranate zocken, sind das natürlich großartige Neuigkeiten. Denn im Normalfall musst du immer auf Kollegen warten oder andere Taktikausrüstungen einsetzen, um Backlöcher und/oder Container öffnen bzw. zerstören zu können. Außerdem kannst du mit der neuen Energiewaffe einige andere Taktikausrüstungsplätze anderweitig verwenden. Beispielsweise habe ich vor der Quasar-Kanone immer auf die 500 kg Bombe für den ein oder anderen Gegner zurückgegriffen und da sich die Titanen und anderen starken Gegner auch easy mit der Quasar-Kanone ausschalten lassen, nutze ich seitdem nicht mehr die 500 kg Bombe. Des Weiteren finde ich es ganz nice, dass man auch mit der Quasar-Kanone weiterhin auf den Schildgenerator-Rucksack oder andere Taktikausrüstungen dieser Art zurückgreifen kann. Bei der automatischen Kanone war es ja leider immer so, dass man hier ebenfalls immer einen Munitionsrucksack mitnehmen musste. Und somit kommen wir jetzt auch schon zu meinem nächsten Tipp für dich. Zusätzlich ist es natürlich noch interessant zu wissen, dass du diese Unterstützungswaffe auch gegen Sporenspeier einsetzen kannst. Und ein Schuss aus großer Entfernung reicht bereits aus, um den Nebelbaum zu zerstören. Und solltest du dich jetzt fragen, ob das auch gegen die Kreischernester funktioniert, ist die Antwort darauf ja. Hier ist es ebenfalls so, dass du aus sehr großer Entfernung bereits ein Nest mit zwei Schüssen ausschalten kannst. Und wenn du es geschickt anstellst, kannst du alle Nester zerstören, bevor einer der Kreischer spawnt. Und sollte ich dir bislang einige neue Infos geliefert haben, kannst du mich das gerne mit einem Like unter diesem Video wissen lassen. Und bevor es jetzt gleich mit dem neuen MG weitergeht, will ich nochmal ein kurzes Fazit zur Quasar-Kanone ziehen. Aktuell ist diese Energiewaffe definitiv mehr als OP und an sich denke ich mal, dass diese Waffe die Antwort auf die neuen starken Gegner sein könnte.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob die Quasar-Kanone irgendwann noch genervt wird oder weiterhin so stark bleibt. Und mit diesem Fazit geht es jetzt nochmal kurz um das neue MG. Dieses kannst du im patriotischen Verwaltungszentrum freischalten und Stand jetzt ist das schwere MG eine absolute Geldverschwendung und das liegt vor allem an folgenden Faktoren. Zum einen kannst du nicht sehen, wohin du schießt und das sogar nicht mal, wenn du mit der Waffe etwas anvisierst. Und genau deshalb musst du bei diesem MG auch immer in die Ego-Perspektive gehen, wenn du wissen willst, wo du hinschießt. Außerdem ist das Magazin nicht allzu groß und da du nur zwei Ersatzmagazine mitnehmen kannst, wirst du leider auch relativ schnell leer laufen. Und vor allem mit der Standardfeuerrate ist das nur eine Frage der Zeit, bis du keine Munition mehr zur Verfügung hast. Es ist zwar möglich, die Feuerrate zu reduzieren, aber dennoch ist die Waffe vom Gesamtpaket her einfach nur schwach. Und das Schlimmste habe ich noch gar nicht erwähnt. Wenn du beispielsweise nachladen willst, ist es nicht nur so, dass der Nachladevorgang sehr lange dauert, sondern du auch dadurch zu einem einfachen Ziel für jeden Gegner wirst. Und letzten Endes mag zwar das MG aktuell Schrott sein, aber die Quasar-Kanone ist sowas von dermaßen geil, dass das in meinen Augen verschmerzbar ist. Gerne kannst du mir aber auch im Kommentarbereich mitteilen, wie du die beiden neuen Waffen so findest. Und solltest du wissen wollen, wie du die Demokratie am besten verteidigen kannst, kannst du jetzt gerne die Playlist unten links im Video anwählen. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!